Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in der liebsten Jahreszeit, für mich die fünfte, und es gibt Gott sei Dank auch noch eine sechste. Sortiments-Updates in der Drogerie. Vor ein paar Tagen hatte ich euch ja schon das Essence-Update gezeigt. Kam ganz gut bei euch an, ihr wart auf meiner Seite. Heute geht das Ganze nämlich um Catrice. Ich habe einige Produkte hier, ich habe alle von meinem eigenen Geld gekauft und habe wieder was zu sagen. Ich sehe schon wieder die Gitterstäbe vor mir. Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr werdet nicht glauben, wie spät es ist. Könnt ihr es sehen? Nee. Es ist 4.41 Uhr. Heute. Also ihr seht das Video am Mittwoch. Heute Morgen filme ich dieses Video. Denn das Paket kam gestern erst an. Gestern um 20.07 Uhr. Und ich dachte mir, okay, eigentlich sollte es am Montag ankommen. Es kam jetzt nicht an. Und ich muss euch ja so ein bisschen was zeigen und ein bisschen was berichten. Deswegen dachte ich mir, okay, Mäuschen, stellst du dir einen Wecker auf 3.30 Uhr, trinkst einen Kaffee, drückst ein bisschen dein Gesicht in Form. Hat noch nicht ganz geklappt, aber ich freue mich ganz doll. Ich hoffe, es geht euch gut, und falls nicht, hoffe ich euch, dass es mit diesem Video ein kleines bisschen besser geht. Ich bin fit tatsächlich, ja. Ich habe 2 Kaffee getrunken und freue mich, dass ihr hier seid. Und jetzt kommt die Kaffeemaschine. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts und mir bedeutet es die Welt und ihr unterstützt mich damit selbstverständlich sehr. Ihr könnt das Video auch gerne mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund teilen oder ihr schickt es einfach mal random euren Vater oder eurer Mutter. Wie ihr wollt. Freunde, ich habe den körperlich schlechtesten Zustand seit langem. So sehe ich auch aus, so fühle ich mich auch. Aber egal, wir hoffen, dass Make-up das so ein bisschen besser macht und wir starten gleich mit den ersten Produkten. Das Ganze wird wie folgt ablaufen. Wir werden jetzt einmal uns komplett mit allen Produkten schminken. Dann schminke ich mich ab und benutze die Skin-Produkte nochmal. Und so gegen 12, 13, 14 Uhr mache ich das Video dann fertig, dass ihr es dann heute Abend haben könnt. Das heißt also, wir können die Foundation schon einige Stunden testen, denn es gibt eine neue Foundation, es gibt neue Primer, es gibt neue Concealer, es gibt super viele coole neue Sachen. Ich habe nicht alles gekauft, weil mich einiges auch wirklich nicht interessiert hat. Nagellack beispielsweise habe ich gleich weggelassen, da kann ich euch nichts zu sagen. Ich kann den nicht raufmachen und sagen, ja, schöne Farbe, aber wie er hält, da bin ich leider die falsche Maus für. Aber wir fangen als erstes an mit einem Spray. Und das ist das Multipurpose Make-up Fixing Spray mit 3% Kokoswasser. Das kommt auch wieder aus dieser Skin-Reihe. Catrice hatte ja einige Produkte schon hier mit reingebracht. Finde ich ganz spannend und wir geben uns das erstmal ins Gesicht. Es ist nicht parfümiert, es ist auch vegan und das soll Feuchtigkeit spenden. Hinweis, das Spray 30 cm vom Gesicht entfernen und also einfach ins Gesicht sprühen und Augen zu halten. Riecht nach nichts. Wir schauen mal, wie sich das anfühlt. Mein Gesicht ist im Moment super, super trocken. Ich hoffe, dass sich das bald so ein bisschen wieder behebt. Aber wir haben 2 Primer, Freunde. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Denn Primer und Foundation, das ist so mein Steckenpferd. Ich kann euch nie viel über, weiß ich nicht, ein Augenbrauengel sagen oder was soll man über einen Rouge sagen. Wobei der hier ist krass. Aber es gibt 2 Primer. Einmal aus der Clean ID Reihe. Finde ich super, dass sie das weiter ausbauen. Das ist der Pore Minimizing Primer. Der ist vegan, mikroplastikfrei für einen Optical Effekt, suitable für sensitive Skin, also passend für empfindliche Haut. 90% bestätigen, dass die Haut ebener ist. Den geben wir uns auf die eine Seite und dann gibt es einen Primer. Den habe ich gestern schon mal geswatcht und habe es noch nicht ganz verstanden. Das ist der One Step Skin Perfector. Der ist Pflegeprimer mit einer leichten Färbung und einem Lichtschutzfaktor. Ich hatte den gestern getestet und wir swatchen ihn einmal ganz kurz. Also er kommt weiß raus. Er erinnert mich so ein bisschen an diese BB-Cream von L'Oreal. Und ich habe ihn jetzt hier auf dem Finger und wenn ich mir den hier so ein bisschen bewege, gestern hat er seine Farbe angepasst. Schaut mal, der hat, wenn ihr ihn auf der Handfläche mischt, dann brecht ihr so ein bisschen die Pigmente auf. So, jetzt kommt's. So, komm her, Schätzelein. Komm, 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 komm. Also der ändert so ganz leicht seine Farbe und gibt wirklich nur einen Hauch Farbe ab. Also das ist so minimal, dass man das fast gar nicht sieht. Hat aber Vitamin C mit drin und hat eine individuelle, leichte Coverage. Ich liebe das Wort individuelle Coverage. Also er sieht sehr, sehr glowy auf der Haut aus. Seht ihr das? Das im Vergleich hierzu ist es matt. Und hier habt ihr direkt diesen Glow. Das ist ja das, was ich sehr gerne mag. Also ich würde das nicht als BB-Cream beschreiben. Haben sie jetzt auch nicht getan. Es gab aber eine BB-Cream. Freunde, ihr wisst, in diesem Gesicht landet nichts, was mindestens Medium-Coverage hat eigentlich.
Deswegen habe ich sie nicht mitbestellt. Also falls ihr euch für BB-Creams interessiert, könnt ihr euch die natürlich auch mal anschauen. Vom Effekt auf der Haut muss ich aber sagen, sehr, sehr schön. Also ihr seht sofort diesen Glow, ohne dass es klebrig ist, ne? Also wenn ihr eine gute Haut habt, einfach das so ein bisschen rüber. Ihr habt so einen leichten Sonnenschutz mit drin, könnt ihr mit Sicherheit aufbauen. Und dann gefällt mir das sehr, sehr gut. First Impression. Auf der anderen Seite im Porenbereich benutzen wir den Clean ID Pore Minimizer. Der ist vegan und hat so eine leicht ja, beigefarbene Färbung. Und den setze ich mir hier hin. Okay, krass. Auch der hat so einen leichten... Schaut mal. Das ist jetzt kein trockener Primer. Also diese normalen Pore Minimizing Primer sind ja immer sehr trocken. Und fühlen sich immer so ein bisschen dröge auf der Haut an, so ein bisschen bröckelig. Also das ist natürlich Glow. Aber auch hier ist jetzt nicht so das, wo ich sage, okay, das ist trocken. Bei Essence, glaube ich, gab es diesen Putty Primer. Der war sehr, sehr trocken auf der Haut. Also auch im Nachgang echt unangenehm für meine Haut. Ja, okay, also der auf der normalen Seite, der One-Step Primer, gefällt mir ein bisschen besser vom Finish her. Wir machen aber weiter. Und zwar gibt es ein Produkt für die Augenbrauen. Da gibt es mehrere. Also ich fand es diesmal auch sehr gut durchdacht. Es war nicht so viel für die Lippen im Verhältnis zu sonst. Es war viel Nagellack, es war viel Skin, es war viel Mascara und Eyeliner und Augenbrauen. Und sie haben unter anderem auch dieses Brow Fix Soap Stylist Soap Brow Ding mit rausgebracht. Das kommt hier in einer recht hochwertigen Verpackung. Es fühlt sich super schwer an. Erinnert mich vom Packaging sehr an dieses Natasha Denona Mini Bloom Blush Ding. Und wir benutzen jetzt einfach einen kleinen Spoolie. Nehmen dieses Spray, sprühen hier einmal rein. Das reicht meistens. Und dann nehmen wir das Produkt so ein bisschen auf. Also ich muss alles revidieren, was ich früher gesagt habe zu diesem Anastasia Brow Fix. Freunde, das ist bis jetzt mein liebstes Produkt 2021. Ich habe die Seife an meinem Pinselchen. Und ich gehe da jetzt mit einfach durch. Okay, reicht das schon? Nee, reicht noch nicht. Vielleicht brauchen wir mehr. Ich mache es auch diesmal vor der Foundation. Das hat so einen leichten Effekt, ne? Das ist eher sehr soft. Finde ich jetzt aber nicht schlecht, so um sich da mal so ein bisschen ranzutrauen. Ich bin nicht so ein Fan von Seifen tatsächlich. Ich zeige euch jetzt mal im Vergleich das Anastasia-Ding, weil ich es damals falsch gemacht habe. Ich gehe hier rein, nehme wirklich, das ist schon fast zu viel, lade den Pinsel gut auf, beziehungsweise das Bürstchen und dann... Boom. Die Augenbrauen bleiben den ganzen Tag hier oben. Ihr seht, glaube ich, schon den Unterschied. Die Catrice-Seite ist sehr natürlich, fühlt sich aber nicht schlecht an. Also, das muss man sagen. Das ist, man kann sie auch noch so ein bisschen festdrücken und dann kommen wir in die Richtung, die sie wollen. Also vielleicht weniger Wasser als ich benutzen und, okay, stopp, stopp. Weniger Wasser als ich benutzen und dann habt ihr einen ähnlichen Effekt. Okay, ich nehme alles zurück. Wir machen weiter, Freunde, mit der Base und da bin ich sehr gespannt. Allerdings... Ich muss es auch hier sagen, es gibt eine neue Foundation. Und zwar ist das die Clean ID High Cover Luminous Matte Foundation. Vegan, ohne Silikone, ohne Mikroplastik, ohne Partikel, ohne Mineralöle, ohne Parabene, nicht komedogen. Und Shade Range ist 3 Farben. Falls ihr einen kleinen Rant von mir hören wollt, schaut euch das Essence-Video gerne an. Es sind 3 Farben. Ich habe 2 davon gekauft. Einmal die 010 Neutral Sand und die 025 Warm Peach. Und die werden wir jetzt auftragen. Das Ganze ist in so einer Quetschtube, auch diese Clean ID-Reihe. Muss ich sagen, ich war damals auf dem Catrice-Event, also als diese Clean ID-Reihe überhaupt eingeführt wurde. Und da muss ich sagen, damals war es eher so, die Lidschattenpaletten waren kaum pigmentiert. Mittlerweile haben sie das aber wirklich gut hingekriegt, dass das schön auf der Haut aussieht. Ich nehme jetzt hier erstmal so ein bisschen, Textur ist recht dick und dann nehme ich meinen kleinen Pinsel. Ich habe sie gestern schon mal geswatcht. Also farblich ist sie natürlich selbst für mich ein bisschen hell, aber ich hatte sie auf meinem Arm geswatcht und das sah so schön auf der Haut aus. Deswegen bin ich echt gespannt, wie die Foundation jetzt auf meinem Gesicht funktioniert und vor allen Dingen dann, wenn ich mich gleich abschminke, Lidschatten und so alles wegmache, wie die Foundation über den Tag hält, beziehungsweise ja, ein Dreivierteltag, mein Gott, wir haben 4.52 Uhr mittlerweile, ne? Also ich habe ja ein bisschen Zeit heute. Ich habe die halbe Seite einmal eingeblendet. Ich glaube, über diesen Glow müssen wir nicht reden. Das ist extrem glowy. Die Deckkraft reicht für mich völlig aus, aber meine Haut braucht auch... Das ist so eine Macke, die ich habe. Ich weiß ja, dass ich eigentlich keine Full-Coverage-Foundation bräuchte. Ich mag es trotzdem, warum auch immer. Ich muss aber sagen, dass diese
diese Menge an Deckkraft reicht. Die ist schon deckend, ne? Die hat schon einiges mit abgedeckt, aber so, dass die Haut auf jeden Fall noch. Wow. Okay, kommt mal ran. Okay, so seht ihr das Ganze einmal nochmal von nahem. Ich habe die Kamera auch extra ein kleines Stück dunkler gelassen, dass ihr wirklich jede Textur bei mir sehen könnt. Ich habe nicht so viel grobe Textur. Ich habe eher so ein bisschen Poren hier in dem Bereich. Ansonsten kann ich mich aber nicht beschweren. Die Foundation sitzt extrem gut auf der Haut. Und manche sagen immer, es ist negativ, aber schaut euch mal den Vergleich an, ne? Hier sehe ich aus wie 4:52 Uhr. Hier sehe ich aus wie 9 Uhr frisch ausgeschlafen, California King Bed mit Selleriesaft und Brennnesseltee. Das ist schon wunderschön. Ich glaube, die Foundation würde Hattie gefallen. Okay, liebe Freunde bei Catrice, bis jetzt ist das die schönste Foundation, die ihr habt. Vom Finish auf der Haut für mich. Erinnert mich ein bisschen an meine All-Time-Favorite, die HD Luminous Foundation. Ich habe sie immer noch und ich traue mich nicht, sie zu benutzen. Wobei, wenn ich das Ergebnis auf der Haut sehe, möchte ich eigentlich nichts anderes tragen. Ich hoffe, dass sie hält und ich würde mir wünschen, dass die Foundation in mehreren Farben rauskommt, weil ich vermute, dass gerade weil sie so super leicht ist und so diesen natürlichen Glow hat, perfekt für Make-up-Artists ist, die fotografieren. Das ist jetzt eine Info für Catrice. Oder für euch, wenn ihr Make-up-Artist seid. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich will sie eigentlich gar nicht abpudern, weil das sieht iconic aus. Selbst unter den Augen, wenn ich noch so ein bisschen hier lang gehen würde. Eine hauchdünne Schicht Puder. Mega. Es gibt aber auch einen Concealer. Und der ist passend zu der Foundation. Das ist der High Cover Concealer, der auch für sensitive Haut gemacht ist. Ohne Silikone, ohne Mikroplastik und vegan. Ich habe den jetzt auch in der Farbe Warm Peach. Also das ist der passende Concealer zu der Foundation. Und auch den habe ich gestern schon geswatcht. Füßchen ist ein klassisches Füßchen, aber die Deckkraft ist krass. Ich mache erstmal hier nur eine halbe Seite. Highlighte hier so ein bisschen die Stellen, die ich ein bisschen gehighlightet haben möchte. Also Deckkraft sehr gut. Der hat keine Duftstoffe mit drin. Allerdings auch hier drei Farben. Wenigstens passen die Farben zu den Farben, die Foundation hat. Also so einen richtigen Highlighting-Effekt kriege ich natürlich mit der Farbe jetzt nicht hin, aber das ist dann ein sehr natürliches Ergebnis und manchmal reicht das. Also ich merke immer mehr, vor allen Dingen auch jetzt aktuell, wenn man viel zu Hause ist, dass ich weniger Produkt benutze. Geht es euch auch so? Lasst es mich gerne in den Kommentaren einmal wissen. Oh, wow! Schaut euch mal bitte den Unterschied an. Hier ist nichts, hier ist Concealer drauf. Ich könnte ihn jetzt gleich noch aufbauen, aber auch der hat diesen Glow, ne? Also das ist ja schon fast ölig vom Glow her, ohne dass es sich klebrig anfühlt. Das ist crazy. Okay, ihr seht, glaube ich, dass ich sehr begeistert bin von dem Ergebnis auf meiner Haut, wenn ich jetzt nicht so ein Pfannkuchengesicht hätte. Deswegen brauchen wir ein klitzekleines bisschen Contour. Ich benutze jetzt hier von Natasha die Contourpalette. Nur so ein bisschen, dass ich nicht so aussehe, als hätte ich gestern eventuell ein bisschen viel Sojasauce in meinen Sushi gegeben und da ist immer so viel Salz drin. Genau, es war die Sojasauce, Maxim, die letzten 12 Monate. Ihr merkt, ich bin super begeistert vom Finish her. Ich könnte jetzt Fotos machen und die Foundations würde einfach mega gut aussehen. Ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht mit dem Setten. Es gab ein Puder aus der Clean ID-Reihe. Ich war aber ehrlicherweise der Meinung, dass das eh nichts wird und ich dann was anderes benutze. Aber ja, so kann man sich täuschen, ne? Manchmal täuscht ja auch der Eindruck, dass ein Produkt vielleicht eventuell nicht so gut ist oder man hat eine Erfahrung gemacht mit einem Produkt aus derselben Reihe, was einem nicht gefallen hat. Und man muss man den Leuten aber auch eine Chance geben, dass sie das verbessern können. Und dazu ist das Schöne ja an diesen Sortiments-Updates, dass sich das Ganze immer regelmäßig ändert. So iconic. Wir setten das Ganze jetzt und dafür gibt es aus der True Skin Reihe das Mineral Loose Powder mit Hyaluronsäure in matt und transparent. Was ich super finde, ist der Verschluss. Früher waren es immer nur diese Löcher in den Pudern bei Catrice oder so diese Netze. Jetzt ist es ähnlich wie bei dem, von dem wir hier nicht mehr sagen, dass du das hier drehen kannst und dann kommt das raus. Also du hast hier dann jetzt so eine kleine Möglichkeit, das rauszuschütten. Und das machen wir auch einmal. Sieht einmal so aus. Oh, okay, schießt. Fühlt sich gut an. Ich würde damit definitiv jetzt erstmal nicht baken, weil ich die Erfahrung gemacht habe bei diesen extrem, extrem feinen Pudern, dass das nicht so funktioniert. Deswegen nehme ich jetzt hier den Pinsel von Leti, klopfe so ein bisschen ab, lade den Pinsel gut auf und habe jetzt hier ganz wenig Puder im Pinsel.
und kann hier so ein bisschen unterhalb der Augen lang gehen. Also es zeichnet sehr gut weich hier im Porenbereich, das seht ihr, glaube ich. Ich schaue mir das an, was ihr immer seht, ne? Und jetzt auf der Stirn, schaut mal. Das nimmt schon extrem den Glow weg, was für mich jetzt gerade sehr schade ist, weil das ist ja das, was ich so gerne mag. Also ich verblende das hier einfach noch so ein bisschen. Ist nicht parfümiert, das Puder. Und so ein paar Stellen habe ich auch extra jetzt nochmal freigelassen, dass wir einfach diesen Glow noch mit reinkriegen oder beziehungsweise nicht wegnehmen. Freunde, wir kommen zu einem Produkt, was ich persönlich fast am spannendsten fand, als ich das gesehen habe. Und das ist ein neuer Blush. Das ist der Cheek Lover Oil Infused Blush. Der hat Öl drin, ist ein seidig zartes gebackenes Rougepuder mit feinem goldenem Schimmer für strahlende Wangen, angereichert mit fliegendem Kokosnussöl und Hibiskusextrakt. Ich hatte ja ein Video gemacht, wo Shari Kramer mir ihre Mega-Favoriten erzählt hat und sie meinte, dass sie auf backende Produkte schwört. Schaut mal diese Reflexion hier drin schon. Es geht einfach darum, dass es ja mal flüssig war und durch dieses Backen und wenn das dann auf der Haut wieder ist, dann sieht das aus wie Haut. Und dadurch, dass ich ja jetzt diese extrem feine Hauttextur durch die Foundation und den Concealer habe. Das Puder hätte ich jetzt persönlich gar nicht benutzt, wenn ich jetzt hätte Fotos machen müssen, beispielsweise für ein Shooting. Ich benutze hier einen Pinsel von Leti, gehe hier rein. Pinsel sieht gut voll aus. Ich klopfe den so ein bisschen hier ab und dann setzen wir uns den einfach hier hin. Oh, she's pigmented. Seht ihr diesen Glow? Neuer Hack. Rouge mit dem Rest hier oben über eure Stirn. Sieht super aus. Das gibt der ganzen Wange so ein bisschen Dimension. Farbe ist sehr schön. Das geht so ein bisschen in die korallige Richtung. Oder Hibiskus-Richtung, wie heißt er? Blooming Hibiskus. Den hätte ich gerne noch in so einer Koralle-Farbe. Aber es wird bestimmt noch kommen. Ich glaube, man muss halt auch einfach erstmal antesten, wie sowas ankommt. Und vergesst bitte eins nicht. Aktuell ist eine Zeit, wo es nicht so einfach ist, Lieferketten beizubehalten. Deswegen, ich habe es auch bei Essence gesagt, ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass nicht noch was nachkommt. Eventuell. Aber da ich dieses Video ja nicht im Auftrag von Catrice gemacht habe, habe ich dafür natürlich auch keine Information. Aber ich denke mal, ich werde die bekommen. Also Blush, super, super schön. I said I like it like that. Freunde, wir haben noch was für die Augenbrauen. Und zwar sind das die Volume & Lift Brow Mascaras in Waterproof. Ich habe die in zwei verschiedenen Farben gekauft. Einmal in der 020 und in der 040. Die 040 ist, glaube ich, sehr, sehr dunkel. Das ist fast schwarz. Und die 020, ich swatche euch auch einmal hier. Ja, das ist schön. Das ist so ein etwas kühleres Grau. Damit gehen wir jetzt einfach nochmal hier durch. Und schauen mal. Ja, okay, da kommt gleich ein bisschen Produkt mit ab. Ja. Ja. Ich bin eher so Augenbrauenstift, ne? Ich will jetzt hier den Stift und mache das hier noch so ein bisschen gleichmäßiger. Wir machen weiter mit der Lidschattenpalette. Hier gab es zwei verschiedene. Ich habe mich jetzt für die Lavender Breeze Palette entschieden. Die eher so ein bisschen neutral, kühler, aber ein paar Lavendeltöne sind tatsächlich mit drin. Also wir haben Lover, wir haben Lilac, Dazzling und Deep geht so ein bisschen ins Braun-Lila. Ich hätte persönlich noch eine Farbe Lila, so ein richtig schönes, krasses Lila mir gewünscht und hätte dafür vielleicht eine Farbe hiervon mit rausgemacht, weil die sind doch schon sehr ähnlich und beide sind matt. Wir schminken heute auch so einen zarten, soften Look. Ich habe mich optisch im Hintergrund mit dem Outfit so ein bisschen an den helleren Farben orientiert. Und ich bin super gespannt, wie das auf meinem Auge aussieht. Deswegen nehme ich jetzt hier einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Lover rein. Das ist hier so ein schöner Lavendelton und den presse ich mir einfach hier rauf. Sehr soft. Schöne Farbe für den Sommer. Und wenn man sie gut aufbaut. Also ich bin nicht so ein Fan von Pastellfarben, aber zu diesem Vibe, den ich hier gerade fühle, ist es ganz nice. Mal swatchen, ob die wirklich lila ist. Sehr pigmentiert auf jeden Fall. Nee, die ist zu dunkel. Die würde jetzt alles kaputt machen. Das ist ein bisschen schade. Also ein richtig krasses Lila wäre natürlich cool gewesen. Das ist wirklich nur so ein ganz zarter Touch an Farbe. Funktioniert nicht bei jeder Hautfarbe. Ich probiere mal was anderes auf der anderen Seite. Ich nehme jetzt hier einen fluffigen Pinsel, gehe in die Farbe Dreamer rein und gebe mir die in die Crease vorher. Sehr pigmentiert, schaut euch das an. Und dadurch habe ich vorher schon mal so ein bisschen Tiefe gegeben. Ich gehe jetzt hiermit auch einfach nochmal hier in die Crease rein und dann kann ich das Lila, dann kann ich das Lila so ein bisschen trennen. Sehr pigmentiert. Also ihr seht natürlich, auf einer ungesetteten Base kommt es noch krasser raus. Aber selbst wenn ihr schon Produkt auf dem Augenlid habt, ist da noch was drin. Und dann gehe ich wirklich nur ganz leicht in die Farbe Deep und
verdunkel mir damit die Crease und dadurch erhöhe ich dann einfach gleich nochmal den Kontrast. Ist ein softer Look, sehr erwachsen finde ich die Palette wieder. Ich hätte mir, wie gesagt, dann noch ein krasseres Lila gewünscht für, die heißt ja auch Lavender Breeze, wobei Breeze ist nur so ein, da ist die Lavendelblüte nur einmal so ein bisschen dran vorbeigeflogen. Wir nehmen einen flachen Pinsel und gehen in die Farbe Lilac rein. Die finde ich sehr spannend und die wird jetzt, glaube ich, alles lila machen. Oh, okay. Schön. Also ist sehr lila. Und ich gehe jetzt nochmal hier in die Farbe Dazzling rein. Die ist, wenn man sie so mischt, so ein bisschen silbrig. Und die mische ich mir da ganz leicht mit rein, dass sie noch ein bisschen heller wird. Und dann kommt das Lila auch noch ein bisschen besser raus. Ist jetzt nicht meine liebste Palette, aber für so einen leichten Touch von Lila, wer eher neutral sein möchte, aber nur so ein bisschen Farbe, so die Lavendelblüte einmal vorbeigeflogen, ist es eine süße Sache. Ich lasse meinen unteren Wimpernkranz frei, denn wir haben auch eine Mascara. Haben wir nicht sogar zwei Mascara? Ne, ich habe nur eine gekauft. Es gab viele Mascaren und das ist die Lift-Up-Mascara. Und ich muss sagen, das Packaging bei Catrice ist ein bisschen moderner geworden. So die Schriften und so sleek und so glatt. Wir nehmen die Lift-Up-Mascara. Okay, wow, das Bürstchen ist größer als vieles, was ich gesehen habe in meinem Leben. Eine Schicht. Was soll die denn überhaupt können? Die ist waterproof und deep black. Gibt sofort so einen Lifting-Effekt. Das Bürstchen ist toll. Da musst du einmal nur so machen, dann ist schon überall drauf. Ach doch, okay, also je mehr ich aufbaue, sieht schon schön aus. So, Freunde, ich habe euch wieder mein kleines Stückchen nach hinten geschoben, dass ihr euch das Ergebnis von Weitem einmal anschauen könnt. Also die Augen finde ich gar nicht schlecht, ist ein sehr, sehr softer Look. Die Base hingegen, I stan, super, super schön. Es geht aber noch weiter, Freunde, wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt nämlich neue Lippenprodukte. Das ist der Ultimate Stay Water Fresh Lip Tint, der sogar extra als Maskproof, also Non-Transfer Resistant sein soll. Die Farbe, die ich mir jetzt ausgesucht habe, ist, glaube ich, was ist doch wirklich nur so ein Tint? Ich dachte, das ist so ein Liquid Lipstick, aber klar, ist ein Lip Tint. Pflegend, Moisturizing, langanhaltender, frischer Lip Tint, Feuchtigkeit spendet, färbt die Haut ein. Okay. Also ja, das ist eine, das ist schwierig halt, Lippenprodukte, ne, im Moment. Aber ich glaube, dass sowas dann ganz süß ist, wenn man nur so einen Hauchfarbe haben möchte. Ich habe schon eine sehr intensive Lippenfarbe. Finde ich jetzt nicht schlecht. Also es gab es, glaube ich, auch noch in anderen Farben. Passt jetzt nicht zu dem Look. Deswegen benutzen wir einen neuen. Das ist der Power Plumping Gel Lipstick in der Farbe 170. Da steht drauf, Be Brave. Und den geben wir uns jetzt einfach hier nachher. Also, okay, den seht ihr jetzt fast gar nicht. Ich swatche ihn euch auch. Der hat auch nur so eine leichte Färbung, ne? So ein ganz zarter Gloss-Effekt. Sowas mag ich sehr gerne über einen Liquid Lipstick. Einfach nochmal so ein bisschen rüber, für so ein bisschen Bewegung, für so ein bisschen Glow. Ich dachte nämlich, dass das hier ein Liquid Lipstick ist. Aber hättest du mal ein bisschen besser gelesen, Mäuschen, hättest du das gesehen. Okay, wow, ist jetzt mega. Bleibt auf jeden Fall weiterhin dran. Es gab jetzt nichts, wo ich gesagt habe, vielleicht, ja, so Soap Brow und Augenbrauen-Ding. Ich persönlich brauche es nicht. Ansonsten mag ich das sehr, sehr gerne. Ich werde mich jetzt abschminken, werde mich neu schminken und dann sehen wir uns gleich wieder mit, ja, Runde 2 der Foundation im Alltag. Es ist jetzt 5.18 Uhr, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit und es geht gleich weiter für euch. Freunde, es ist mittlerweile 9. Ich habe die Foundation jetzt drauf, schon 2 Stunden. Das Video ist soweit auch schon geschnitten, was ihr heute Abend dann sehen werdet. Kommt mal ein Stückchen näher ran, also es sieht so wunderschön aus. Bis jetzt. Ganz, ganz toll. Ich habe diesmal das andere Puder benutzt, was ich sonst immer benutze, einfach um zu gucken, okay, wie funktioniert das? Und ich habe beide Primer einfach gleich zusammengemischt und komplett im Gesicht verteilt. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich liebe den Blush und ich liebe diesen ganz zarten Glow, den der Primer mit der Foundation gegeben hat. Ich werde jetzt was frühstücken, werde hier ein bisschen aufräumen. Eventuell muss ich zum Arzt, weil meine Schulter ist ja gebrochen. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich die Foundation den Tag über so verhält. Hallo ihr kleinen Mäuse, ich bin soeben zurück vom Arzt gekommen, hatte natürlich die ganze Zeit die Maske auf und habe mich jetzt direkt einmal hier in die Sonne gestellt, damit ihr euch das Ergebnis anschauen könnt. Schaut euch bitte diese Haut an, diesen Glow, alles ist schön, weich, das Hautbild kommt gut raus, super, super schönes Ergebnis. Jetzt hier auch noch mal im indirekten Tageslicht. Ich bin super begeistert von den Base-Produkten, es sieht super schön aus, ich bin richtig happy damit und freue mich, die Foundation weiterhin für euch zu testen, wenn ihr das wollt. Lasst mir dazu gerne ein Feedback unten in den Kommentaren einmal stehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten. Ihr seht das Video selbstverständlich ja auch heute Abend schon.
Und ich kann die Foundation wirklich empfehlen, wenn ihr eine sehr trockene Haut habt oder wenn ihr auf dieses artistische Make-up steht. Diese leichten Texturen, weiche Deckkraft, zartes Finish und leicht glowy. Dafür ist es gut. Ansonsten schaut auch gerne in meiner Drogerie vorbei. Sollte Mitte März, denke ich, dann bei euch auch ankommen. Ansonsten könnt ihr die Sachen selbstverständlich auch schon online kaufen. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen, richtig spannenden Video hier am Freitag wieder. Passt auf euch auf!